Servus Nikolai, du, ich bin mal wie immer in meinem Homeoffice, aber heute ist echt komisch. Also bei dem Licht, was da von hinten einfällt, irgendwie, ich gefall mir gar nicht. Was kann ich denn da tun? Wir können natürlich hinten das Licht wegnehmen und dann ist es schon für die Webkamera viel leichter, dein Gesicht gleichmäßig zu belichten. Jetzt haben wir den Schreibtisch umgestellt und der Georg schaut zum Fenster raus. Jetzt kommt das Licht durch das Fenster auf dein Gesicht. Und das Licht ist draußen schön gestreut. Und ich zeige dir jetzt aber, wie man das mit einer normalen Schreibtischposition auch machen kann, mit künstlichen Lichtquellen. Okay. Wenn ich nah genug rangehe und du gehst vielleicht auch noch ein bisschen näher an deine Bildschirmkamera, dann geht das schon. Aber was ist der Nachteil? Oh, ich müsste ja die ganze Zeit halten. Oder ich, und ich habe nicht so viel Zeit. Doch, komm, Nikolai. Ja, das habe ich schon immer mal probiert. Ah ja, vom Licht her finde ich es ganz gut, aber ganz ehrlich, Nikolai, das halte ich auch nur 5 Minuten durch, weil mich das so blendet. Und schon habe ich ein weicheres Licht. Es gibt natürlich auch die professionelle Variante davon. Das ist Frostfolie. Auch hier hilft uns wieder die Wäscheklammer. Und auch dann habe ich ein weiches Licht. Ja, schau mal, das ist so ein handelsüblicher LED-Baustrahler, ist wahnsinnig hell, bitte nicht reinschauen. Den sollte man hauptsächlich indirekt verwenden. Ich wirf den mal an die Wand gegenüber. Das bringt jetzt vielleicht noch nicht so viel für dein Gesicht. Den kann man aber trotzdem einsetzen, wenn man ihn auf ein Stativ stellt oder auf einen Schrank stellt. Und was kommt wieder davor? Unser Butterbrotpapier. Was allerdings wichtig ist, dieses Butterbrotpapier über einem Scheinwerfer darf ich nur bei LED-Lampen machen, die nicht heiß werden. Sonst kannst du natürlich irgendwie das Kokeln oder Brennen anfangen. Mhm. Oh ja. Die kann man auch sehr schön regeln. Kostet irgendwas zwischen 100 und 150 Euro. Auch hier kann man wieder sehr schön die Frostfolie vorne an den sogenannten Toren befestigen. Wenn ich das Licht jetzt hinter der Kamera positioniere, ein bisschen überhalb von deinem Gesicht, dann gibt es ein schönes weiches Licht und ich kann es dann nochmal anpassen und schauen, was passt besser von Farbtemperatur zum Hintergrund. Das ist natürlich wirklich fast schon Profi-Equipment. Ich glaube, ich bin jetzt sehr gut gerüstet für meine nächste Webkonferenz, meine nächste Videokonferenz. Ganz lieben Dank dir, Nikolai. Gerne.